Travel-Journal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. In den Dienstagsnachrichten unter anderem Gespräche mit Naja-Effekt, Bürgertreffen auf Politiker, Auszeichnung mit Jawohl-Effekt, Lugau bekommt City-Preis und Bilder mit Oje-Effekt, Wohnung brennt völlig aus. Glück auf, hier ist Ihr Nachrichtenmagazin. Es hat sich doch so gut angehört. Nach der Regierungserklärung von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer konnte man so eine Art Aufbruchstimmung vernehmen. Näher dran wolle die Staatsregierung sein und direkt mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Dass das schwierig werden wird und auch manch derber Wortfetzen mal das Fliegen lernt, auch damit konnte man rechnen. Aber zum Schluss sieht eben alles etwas anders aus als geplant. Die Sachsen-Gespräche sind gestartet im Erzgebirgskreis, dem bevölkerungsreichsten Kreis im Freistaat, mit einem Landrat an der Spitze, der auch noch dem Landkreistag vorsteht. Da kann man auch mal anfangen dort. Und wie sich herausstellte, so politikverdrossen ist der Erzgebirger gar nicht. Er hat was zu sagen, wenn er es denn nur könnte. Der Erzgebirgskreis im politischen Ausnahmezustand. Den ganzen Montag über bereisten Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und weitere Ministerkolleginnen und Kollegen den Erzgebirgskreis. Es sollten Gespräche mit Ohr an der Masse sein. Das hatte Kretschmer zu seinem Antritt versprochen. Und er sprach mit vielen, Handwerkern, Bürgermeistern, mit dem Landrat, dem christlichen Jugenddorfwerk, mit Journalisten und mit Bürgern. Auf seiner Tour war das Kreiskrankenhaus Stolberg eine Station. Begleitet wurde er durch das Haus von Geschäftsführerin Andrea Morzelewski und zahlreichen Fernsehkameras. Zweifelsohne hat sich die Einrichtung in den letzten Jahren und Jahrzehnten weiterentwickelt. Und weil in Sachsen, vor allem im ländlichen Raum, die Vielfalt der Hausärzte immer mehr verloren geht, wird den Krankenhäusern wohl in Zukunft auch noch eine bedeutendere Rolle zukommen. In welcher Art blieb zumindest für die Öffentlichkeit unbeantwortet. Ebenso, wie das alles bezahlt werden soll. Und außerdem sei das Gesundheitssystem ein bürokratisches Monster geworden, meint Morzelewski. Was nach dem Rundgang hinter verschlossenen Türen besprochen wurde, bleibt indes im Dunkeln. Für viele Nachfragen blieb auch gar keine Zeit, denn im Kulturhaus Aue wartete man schon auf die Riege der Regierenden. Kretschmer hatte versprochen, er werde mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Das hatten am Montagabend fast 600 dieser Bürger auch gewollt. Am Einlass bildete sich eine Schlange, die Sicherheitsvorkehrungen waren angepasst. Jeder Gast trug ein Namensschild, die Jacken mussten sicherheitshalber draußen bleiben. Sie müssen wissen, dass ich ein wirklich begeisterter Mensch des ländlichen Raums bin. Ich bin jemand, der nicht der Meinung ist, naja, vielleicht kann man ja da auch wohnen, sondern der mit wirklich großer Freude im ländlichen Raum lebt, da aufgewachsen ist. Und der sehr viel dafür tun will, dass es da einfach in Ordnung ist, dass man da gut leben kann. Das in der vergangenen Woche verabschiedete Regierungsprogramm sei Grundlage für das Handeln der sächsischen Regierung in der nächsten Zeit. Das ist voller Maßnahmen für den ländlichen Raum. Vom Breitbandausbau, dem öffentlichen Nahverkehr, über die freiwilligen Feuerwehren und dem Ehrenamt. Und ich würde mich freuen, wenn wir heute darüber miteinander ins Gespräch kommen. Hier im Erzgebirge seien die Menschen ohnehin besonders fröhlich und zupackend. Er könne das vergleichen, sagte Kretschmer, denn er komme schließlich von der Brandenburger Grenze. Was folgte, hatte aber eher den Eindruck einer weniger gelungenen Generalprobe des angepriesenen Sachsengesprächs. Wer ein Podium mit öffentlicher Diskussion erwartete, sah sich enttäuscht. Stattdessen konnte man sich an Tische setzen, an denen Minister und Staatssekretäre im Smalltalk die Fragen der Bürger beantworten sollten. Und da zeigte sich aber die Schwäche des Vorhabens. So viele Menschen passen nicht an einen Tisch. Die Interessenten stellten sich drumherum und versuchten mit spitzen Ohren den laufenden Gesprächen zu folgen.
Und das war kaum möglich. Besonders bei Kultusminister Piwarz und dem Ministerpräsidenten war ein Durchkommen aussichtslos. Entsprechend enttäuscht bis verärgert waren die, die nicht zum Zuge kamen und unverrichteter Dinge schon zeitig den Heimweg antraten. Inhaltlich drang kaum etwas durch. Und so wurde der politische Tag im Erzgebirgskreis mit einem Abend beendet, deren Fortsetzung in anderen Landkreisen wohl dringend überdacht werden muss. Die Nachrichten. Annaberg Buchholz wird das verhängte Wildtierverbot in Zirkussen aufrechterhalten. Der Annaberger Stadtrat hat seinen Beschluss vom 26. Januar 2017 nicht aufgehoben. Damit stellt er sich demonstrativ gegen eine Entscheidung der Landesdirektion Sachsen. Die hatte die Stadt dazu aufgefordert und begründet das unter anderem mit der Einschränkung der Freiheit der Berufsausübung. Zudem würden der Stadt die rechtlichen Mittel dazu fehlen, wonach der Beschluss als rechtswidrig anzusehen sei. Dennoch beharrt der Annaberger Stadtrat auf seinem Beschluss von vor einem Jahr. Mit 14 gegen 9 Stimmen bei 4 Enthaltungen wurde bestimmt, dass Zirkusse mit Wildtieren vom Affen bis zum Flusspferd nicht mehr auf stadteigenen Flächen auftreten dürfen. Auch Oberbürgermeister Rolf Schmidt gab den Revoluzer. Im Stadtrat wurden allerdings auch Stimmen laut, die von Schmidt die Umsetzung der von der vorgesetzten Dienstbehörde zugestellten Anweisung forderten. Geschehe das nicht, könne man auch gleich die Anarchie ausrufen, hieß es dabei. Ob diese Kontrahaltung nun ein Nachspiel haben wird, ist derzeit noch offen. Gegen 19.30 Uhr wurden am Montag die Feuerwehren aus Schneeberg, Aue und Bad Schlema nach Schneeberg in die Bruno-Dost-Straße gerufen. Bei Ankunft brannte nach Auskunft des Einsatzleiters der Feuerwehr Schneeberg eine Wohnung in der 5. Etage eines Plattenbaus bereits vollständig. Das Haus musste umgehend evakuiert werden. 27 Personen wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht, 2 davon über eine Drehleiter. 2 Menschen wurden mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die evakuierten Bewohner des Hauses kamen zunächst in einem Gebäude der Stadt unter, wo sie sich erstmal aufwärmen konnten. Von Stadtverwaltung und Wohnungsbaugesellschaft wurden Ausweichquartiere zugewiesen. Laut Einsatzleiter der Polizei Chemnitz werden am Dienstag die Brandursachenermittler der Polizei die Wohnung untersuchen, um die Brandursache zu finden. Im Einsatz waren 58 Einsatzkräfte der Feuerwehren, dazu noch Polizei, Rettungsdienst und der Betreuungszug der Johanniter Unfallhilfe Aue. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zwei im Winter eher seltene Meldungen von den Straßenbaustellen. Vom 7.2. bis 16.2. wird die Burkhardsdorfer Straße, das ist die Kreisstraße 8813, in der Ortslage Adorf-Erzgebirge täglich zwischen 8 und 16 Uhr wegen Baumfällarbeiten voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Im Linienverkehr gibt es keine Änderungen. Und ab Montag, dem 12.2. 8 Uhr bis zum 23.2. ist die Dorfstraße in Jahnsdorf, Ortsteil Seifersdorf, aufgrund von Fräs- und Bankettarbeiten vollgesperrt. Eine Umleitung ist auch hier ausgeschildert. In Lugau wurde am Montagabend im Rahmen der Stadtratssitzung ein Scheck überreicht. Die Stadt hatte bereits zum 9. Mal an der City-Offensive Sachsen ab in die Mitte teilgenommen und zum letzten Aufruf einen 2. Platz erreicht. Das Projekt Kreativschiene erfahren hatte die Jury überzeugt, geht es doch darum, zum einen neue Räume in der Innenstadt zu schaffen, zum anderen aber auch eine Verbindung nach außen, in dem Falle Richtung Neu-Oelsnitz herzustellen. Zur Übergabe wurde nochmal hervorgehoben, dass es eine Gemeinschaftsarbeit zwischen der Stadt, vor allem aber auch den Schülern der Kunst AG des Karl-von-Bach-Gymnasium Stolberg gewesen ist. Wichtig war der Jury aber auch, so hieß es, dass die digitalen Medien mit einbezogen wurden. Sie sagt, mit dem Projekt Kreativschiene erfahren wird eine stillgelegte Eisenbahnstrecke zu einem einzigartig erlebbaren Verbindungspfad vom Zentrum Lugau zum Zentrum von Neu-Oelsnitz. Schüler erobern sich, unterstützt von vielen regionalen Vereinen und Initiativen sowie vielen Vorschlägen aus der Bevölkerung, eine Verbindung zwischen zwei Ortszentren mit vielen einzigartigen Projekten. Das diesjährige Motto »Unsere Stadt, alte Räume, neue Nutzung« sind in außergewöhnlichem Maße Basis für ein Stadtentwicklungsprojekt als Verbindungsachse zwischen zwei Zentren.
Bis das Projekt umgesetzt werden kann, wird es aber noch eine Weile dauern. Derzeit sei die Bahnstrecke noch nicht offiziell entwidmet, sagte Bürgermeister Thomas Weikert. Dennoch soll alles daran gesetzt werden, das Vorhaben umzusetzen. Auch seitens der Stadt Oelsnitz wurde Bereitschaft signalisiert. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Bereits 2008 hatte die Stadt mit ihrem Generationsprojekt Bahnhof einen dritten Platz in dem Wettbewerb erreicht und das ehemalige Bahnhofsgelände in einen Stadtpark verwandelt. Und damit zum Sport. Nach zuletzt 6 Siegen in Folge mussten die Schönheider Wölfe am vergangenen Samstag wieder mal eine Niederlage einstecken und verloren beim ELV Nyski mit 1:3. Damit währte die Freude über den ersten Platz in der Regionalliga Ost leider nur eine Woche, denn mit diesem Erfolg holten sich die Tornados die Tabellenführung zurück. Wölfe-Coach Sven Schröder brachte die Niederlage entsprechend auf den Punkt. Er sagte: Ein Spiel um den ersten Platz kann man auswärts bei einem starken Gegner mit 1:3 verlieren. Keine Frage. Wichtig ist aber, dass die Jungs die Erfahrungen aus solchen Spielen mitnehmen, daraus lernen und es beim nächsten Mal besser machen. Denn genau solche Spiele wird es in den Playoffs nur noch geben. Um diese Pokale wurde gekämpft, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit 159 Teilnehmern aus insgesamt 27 Vereinen war emsiges Treiben in der Erzgebirgshalle von Lößnitz. Und es war ein kleines Jubiläum. Zum 20. Mal wurde zum Nickelhüttenturnier in der Kampfsportart Taekwondo eingeladen. Ausrichter war die gleichnamige Sportgemeinschaft aus Aue. Auf 4 Matten wurden die Begegnungen gleichzeitig ausgetragen. Dabei schnitten die erzgebirgischen Vereine auch recht gut ab. Die Gastgeber vom SG Nickelhütte konnten am Ende 3 Gold-, 3 Silber- und 5 Bronzemedaillen mit nach Hause nehmen. Von ihnen waren 14 Taekwondo-Sportler angetreten. Die 20 Teilnehmer vom Zwönitzer HSV erreichten zusammen den 2. Platz in der Mannschaftswertung. Noch besser klingt die Medaillenausbeute. 7-mal Gold und Bronze, 3-mal Silber. Ein Achtungserfolg für die Kämpfer um Trainer Michael Lerch. Bad Schlemer dagegen musste dezimiert antreten. Krankheitsbedingt konnten einige Sportler nicht antreten. Aber mit 3 Medaillen, die in Gold und eine, die in Silber glänzt, war man in der Kurbadgemeinde auch recht zufrieden. In den Wettbewerb, den die Taekwondo-Union Sachsen veranstaltete, waren Kämpfer aus Mitteldeutschland, Brandenburg, Berlin, Bayern und der Tschechischen Republik eingetreten. Taekwondo ist ein koreanischer Kampfsport. Die 3 Silben des Namens stehen für Fußtechnik, Handtechnik und Weg. Obwohl große Ähnlichkeiten mit anderen asiatischen Kampfsportarten zu finden sind, unterscheidet es sich in einigen wesentlichen Punkten von diesen. So ist die Taekwondo-Technik sehr auf Schnelllebigkeit und Dynamik ausgelegt, was nicht zuletzt durch den Wettkampf bedingt ist. In Taekwondo dominieren Fußtechniken deutlicher als in vergleichbaren Sportarten. Den Mann im folgenden Beitrag kennen Sie sicherlich. Es ist Michael Ö. Arenold, hin und wieder auch mal als Moderator in unserem Magazin zu sehen. Im wahren Leben aber ist er Theaterpädagoge und das mit Leib und Seele. Bis Ende 2017 in dieser Funktion beim Theaterpädagogischen Zentrum in Stolberg. Doch die jüngeren Entwicklungen dort fanden nicht mehr seine Zustimmung. Für ihn selbst war es Zeit, einen Neuanfang zu wagen. Und so ist quasi aus dem Nichts ein neuer Theaterverein entstanden, die Spielfreunde. Nicht als Konkurrenz zu bestehenden theaterpädagogischen Angeboten gedacht, sondern als Ergänzung, vielleicht auch als Alternative. Jetzt ist der erste Probentag Geschichte und Irni, wie ihn seine Freunde nennen, sieht ganz glücklich aus. Ja, hallo, liebe Zuschauer, wir sind mit unserem neu gegründeten Verein Spielfreunde heute hier zum ersten Mal im Haus, aber zur ersten Probe. Da treffen sich fast alle Kinder, die heute Zeit gefunden haben, um die Gruppen zu bilden, die dann in diesem Jahr ihre Produktionen machen. Und das sind wir im Kultur- und Sportzentrum Mitteldorf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen aufgeregt vor der ersten Probe, weil, ja, ich weiß auch noch nicht, was mich erwartet. Ja, der Verein wurde am 01.01.2018 gegründet, nennt sich Spielfreunde e.V., inzwischen als eingetragener Verein. Und jetzt wollen wir mal schauen, was die da drin so machen.
nicht ganz alleine hier. Ich habe ja meine Kollegin, die Nora Jahn, mit dabei. Die hat gerade die Gruppe übernommen und sie machen so kleine Kennenlernspiele, dass sich die Gruppen erstmal miteinander finden, die dann in drei verschiedene Gruppen aufgeteilt werden. Aber die sollen ja wissen, mit wem sie in Zukunft in ihrem Verein spielen. Ich bin jetzt die Spielbetriebsleiterin im neu gegründeten Verein Spielfreunde e.V. Hinter mir seht ihr die erste offizielle Probe des Vereins. Alle Kinder sind mit Feuereifer dabei. Wir haben jetzt 25 Kinder, die bei uns spielen wollen, jetzt ab dieser Saison. Und wir sind alle ziemlich aufgeregt. Wir werden zwei Stücke dieses Jahr haben, ein frei inszeniertes und ein Weihnachtsstück. Und es geht uns darum, einfach weitere kulturelle Theaterlandschaften zu erschließen, den Kindern kulturelle Bildung angedeihen zu lassen, mit ihnen auch verschiedene Workshops zu fahren, in der Gruppe zu interagieren und Theater vielfältig zu machen. Wir werden dieses Jahr diese zwei Inszenierungen im Oktober zur Premiere kommen lassen. Wir sind gespannt, was in der Probenzeit passiert und wir sind offen für alle. Wir wollen gerne neue Mitglieder werben. Bei uns können auch Erwachsene spielen. Wenn genügend zusammenkommen, können wir vielleicht eine neue Erwachsenengruppe machen. Es ist vielleicht auch angedacht, ein Stück zu machen mit Erwachsenen und Kindern und Jugendlichen. Also wie gesagt, wir sind offen für alles und alle, die gerne mitspielen wollen, können uns gerne anschreiben und einfach mal zu einer Probe vorbeikommen. Und jetzt noch zu den Veranstaltungstipps. Unter dem Titel Rübenauer Allerlei – Texte und Tagebuchnotizen von und mit Jörg Seifert erzählt der Künstler, was ihm auf einem Plenär auf dem Erzgebirgskamm im schönen Rübenau im Erzgebirge an der Grenze zu Tschechien alles begegnet. Er hat schon in Winsen, Rotzendorf, Most und anderen bedeutenden Orten der Welt ausgestellt. Aber ihm fehlt es an Lust auf Landart, im Sinne von Zeichnen und Malen in der Landschaft. Was nun? Er notiert fast jeden Hahnenschrei, alles, was ihm begegnet, passiert oder all das, was ihm nicht begegnet und passiert. Warum man sowas macht, sei dahingestellt. Die Sinnfrage wird meist ausgelöst von nassen Schuhen in den Textfragmenten ohnehin bis zum Überdruss erörtert. Ob das jemand lesen will, entscheiden Sie. Hören können Sie es jedenfalls zu einer Lesung mit dem Künstler im neuen Konsulat Lichtfabrik e.V. Annaberg Buchholz am 10. Februar 2018. Beginn ist 20 Uhr. Du beendest in den nächsten 2 Jahren die Schule und möchtest eine Ausbildung aufnehmen oder studieren. Dabei willst du nichts lieber machen, als deine Leidenschaft mit deinem zukünftigen Beruf verbinden. Dann haben wir hier das passende Angebot für dich. So wirbt die Arbeitsagentur derzeit für ein kostenloses 3-tägiges Seminar, in dem zukünftige Schulabsolventen von Kopf bis Fuß durchgecheckt werden sollen. Mit abwechslungsreichen und spannenden Übungen sollen die Stärken des Einzelnen herausgefiltert und so der perfekte Beruf ganz individuell gefunden werden. So könnte auch das Hobby zum Beruf werden. Talent sei der optimale Einstieg in die Arbeitswelt.
Im Berufsinformationszentrum BIT der Agentur für Arbeit Annaberg Buchholz, Paulus-Sinisius-Straße 43, findet das dafür entwickelte Seminar vom 19. bis 21. Februar jeweils von 9 bis 14 Uhr statt und macht fit für die Berufswahl. Eine Platzreservierung ist aufgrund der hohen Nachfrage und begrenzter Kapazität erforderlich. Hierfür reicht ein Anruf unter 03733 133 6186. Den Tag beschließen wir wie immer mit den Wetteraussichten. Die kommen gleich in den Tagesbildern. Vorher noch der Hinweis, dass Sie bei erztv.de und auf unserer Facebook-Seite natürlich auch informiert werden. In manchen Dingen sogar mit einem Livestream. Drum wäre es gut, Sie geben unserer Social-Media-Seite ein Gefällt mir und bleiben auf dem Laufenden. Wir kommen morgen wieder, wenn Sie wollen. Bis dahin, guten Abend und Glück auf!